Deswegen, ich bin gestern eigentlich im Facebook mit einer lieben Freundin zum Chat gekommen und die hat mir eigentlich darauf hingewiesen, dass heute die Veranstaltung ist. Sie wollte eigentlich daran teilnehmen. Ich habe mir nachher gedacht, ich habe eigentlich eine Geschichte im Hinterkopf auf Lager und habe das dann zusammengeschrieben. Das ist eine Geschichte aus Wien. Die Szene liegt ein Vorplatz oder auf der Straße von einer U-Bahn. Die Geschichte heißt Der Schül. Unlängst fuhr ich mit der U-Bahn, mein Begehr war mit dem Zug fahren. Da spricht mich an der Haltestelle ein Obdachloser an. Erst, Alter, was dann Schül? Ich meinte zu dem verkommenen Subjekt mit beinahe echter Ergriffenheit. Guter Mann, mit Schilling kommt er heutzutage nicht mehr weit. Worauf der Obdachlose schreit, Herrst, was hast du gesagt? Was willst du von mir? Mir geht's scheiße und ich bin blank und stier. Verbiegt sich und dreht sich im Kreise. Uns beobachten die Leute und ich denke mir, was für Scheiße, was ja sonst nicht meine Art. Aber in solch einer Situation und mit der Lautstärke gepaart, fühlst du dich peinlich berührt und denkst in einer Flucht. Wie? Und wohin, wann, jetzt? Der arme Mann fuchtelt mit den Händen dann und kommt noch näher zu mir hin. Alle schauen und du mittendrin. Bevor es jetzt ganz peinlich wird, willst du ihm entgegentreten. Ganz ungeniert. Da meint der Sandler wieder, dann und dieses Mal mit mehr Gefühl. Guter Mann, es war ja nur zwingend ein Schül und es ist ja wirklich nicht viel. Damit ich was zum Fressen krieg, sonst hol ich um auf die Stelle und stirb. Ich schau mir die Kreatur dann nochmals genauer an. Er trägt einen Anzug, bald schäbig schmutzig, doch ich bekomme dann einen Anflug. Das könnte ich manchmal vielleicht selber sein. Wer weiß das schon in der Wirtschaftskrise, da macht man schnell mal ein paar Miese. Und ich greife bei diesen Gedanken in meine Tasche zu meinem Portemonnaie rein. Der Alte schaut mich mit seinen Augen schlau an. Da zwinkert mir der Kerl doch glatt zu mit einem schiefen Grinser und bringt mich beinahe aus der Ruhe. Ich mein drauf, um die Fassung zu bewahren, ganz cool. Armer Mann, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Der Mensch stand drauf, mei red, gnä Herr, das Leben ist manchmal furchtbar schwer. Wissen's eh, der Kinder wegen, Hitz und Köden und der Regen, frieren tun mir aber wir, Krankheit verfrügt sie und mir, das ist ein Schü, da ist ein Schü, ein Segen. Oder nur zwar, das ist da für die, du großer und schöner Herr, sicher nicht zu viel, meinst nicht auch? Vollkommen erschüttert über dieses Leid, sage ich mit innerlicher christlicher Freude. Ich habe Erbarmen mit dir, du guter Mann, hier 50 Euro und kauf dir was zum Essen dann. Und den Kindern was zum Anziehen oder gar Medizin, was zum Aufbauen der Gesundheit, vielleicht mit Leber dran drin. Ich drück ihm dann ganz unumwunden den Schein in die Hand zur Heilung seiner Wunden. Der Beste schaut in seine geschundenen Hände, schaut auf den 50er und seine Augen sprechen Band vor lauter Glück. Er wiegt sich vor, er wiegt sich zurück, springt auf einmal aus dem Stand wie ein junger Spund, jault auf wie ein reitiger Hund, juhu! In einem Moment schwand mir Übles. Doch der Sandler sagt geschwind, weil nicht deppert, Götz Gott, langes Leben dir, der Frau und deinem Kind. Ich muss in die nächste Apotheken laufen, aber geschwind, die einzige Medizin, die wirklich hilft, obisaufen, weil es mir dann gleich besser geht, wenn der gnädige Herr versteht. Und verschwindt dann im nahegelegenen Brandweiner, im Schlepptau gleich mit zwei Kumpanen und sauft sie flugs, eins, zwei, drei, einen an. Die Moral von der Geschichte, wer den Schönen ehrt, versauft den Euro und das ist auch nicht mehr wert. Denn jeden Sandler König Eberhard ist sein Durst groß und die Leber hart. Noch härter ist das Leben, lass uns Spaß haben, einfach eben. Und wenn dir einer einen guten Trink spendiert, aus welchem Grund auch immer, dann trink ihn ganz ungeniert. So soll es sein und lasst uns jetzt deswegen gemeinsam einen heben. Euch allen ein gesundes, reiches und langes Leben.
Also ich bin voriges Jahr am letzten Dezembertag so von mir hingesessen und überlegt, was ich im nächsten Jahr eigentlich besser machen könnte. Meine ganzen guten Vorsätze fürs neue Jahr. Nichts mehr saufen, keine Cheek mehr. Mein Hund näher essen gehen, den Nachbarn nehmen und einmal anbauen gehen und dann auf drei Kaffee bleiben. Meine alte Hälfte abpumpen, auch wenn's Migräne hat. Keine alten Sachen mehr machen. Ein bisschen mehr aufs Geld schauen. Nur diese ganzen guten Vorsätze sind halt schon vom vorigen Jahr. Was ich eigentlich alles nicht dürfe. Zur Hausmauer zu entwinkeln, im Besandpark mitten in die Wiesenkarten, in Hausmeister abhören, im Briefdrucker Fetzen aus der Hose reißen und nach dem Mittagsfuhrer die Nachbarin mit der Zunge befriedigen. Jetzt wisst, was ich alles nicht dürfe. Aber ich mach's trotzdem. Weil ich bin ja kein blöder Hund, oder? Ja, das Comedy ist ein Spezialfall. Das Fundstück. Egal und wurscht, aus welchen Gründen, hab ich was Interessantes gefunden. Na geh, mir hat's die Augen vor. Findet den Vorderteil von einem Vibrator? Nur das Wichtigste Elektrische liegt leider nicht am Tische. Das Lieblingsspielzeug vieler Frauen, auf das die Mietze so vertrauen, gibt mir ziemlich viele Denkaufgaben, weil die Länge, die ich gern habe. Von dem erotischen Befriedigungsgerät. Nun möchte ich wissen, was die Tante ohne tät, wo man noch dazu eine Vaginacreme nimmt, die den Genitalbereich schön trimmt. Doch um den Mann, der schon gamsig ist, gibt's leider viel zu wenig Chris. Aber halt! Jetzt kommt meine erste blödeste Idee. Ich nehme den Stiegel und den Arm, damit die schnell aufs Fundamt gehe. Gestatten Sie die Dame, Menzel ist mein Name. Was halten Sie von dem Kaliber? Stellt sie, ein echter Mann, mein Lieber. Sie nimmt er mit der Hand und meint, hurra, das ist ja meiner. Na hoppala, das gibt's ja nicht. War der nicht Amerikaner? Und überhaupt, ich tue mir schwer. Wo haben sie den leicht her? Ja, wenn ich den nicht gefunden hätte, müsste ich aufs Salzamt gehen. Nur wenn ich dort dann mit dem Gummibärli stehe, schicken wir die sicher zur Beate Huse. Mensch, haben sie einen schönen Interblosen. Sie schaut ihm an und streichelt ihm ganz leicht. Bei der sind sicher nicht nur die Augen feucht. Bevor ich den Dreck jetzt wieder heimtrage, wünsche ich ihr noch viel Vergnügen und einen schönen Tag. Danke.